Jingle bell, ba 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 ba. Servus Bros und herzlich willkommen zur 6. Folge von Beat the Bros. Und bei diesen Temperaturen haben wir uns gedacht, komm, wir gehen endlich mal in die Halle. Oh, Junge. Und es passt auch für die heutige Challenge, aber zu gewinnen. Erstmal gibt es heute einen Adidas X in der Farbe Blau, Laceless in der Turf-Variante. Ja, würde ich auch gerne tragen, kann ich leider nicht, habe keine Challenge gestellt. So sieht's aus, die Challenge kommt nämlich von Nicole. Der Kommentar ist hier eingeblendet und die Challenge funktioniert folgendermaßen. Da im Kommentar nicht steht, wann die Challenge gewonnen ist, bestimmen wir das einfach selber. Das Ganze möchten wir natürlich möglichst schwer gestalten, damit das Video auch für euch spannend bleibt. Aufgebaut werden dabei 10 Kegel und geschossen wird von der Mittellinie. Jeder von uns hat wie immer bei der Beat the Bros Serie 4 Versuche und die Challenge ist erst dann gewonnen, wenn jemand von uns einen Strike schafft. So Leute, ich muss ehrlich sein, ich glaube, das ist nicht die schwerste Challenge, aber wir haben uns ja schon mal geirrt. Deswegen schnacke ich jetzt nicht viel und fange einfach mal an. Schade, der war richtig schlecht. Aber Strike oder nichts? Also es war schon mal ein sau guter erster Versuch, aber ihr seht, Strike oder nichts. Also es bringt nichts, viele Punkte zu machen. Von daher glaube ich, wird es sehr, sehr schwer. Aber mal schauen. Mal schauen, ob ich ein bisschen vorlegen kann. Jingle bell, bell, also heute heißt es halt echt Strike oder nichts, deswegen bringen wir die 7 nichts. Ich mach da, deswegen gehen wir jetzt auf der Strike. Der Strike? Ja, das war richtig stark. Oh! Scheiße. Also, während die anderen gerade für den Challenge-Sieg spielen, versuche ich meine ersten Kegel zu treffen und wünsche mir Glück. Try number 2. Also Robin, unser FSJler, hat schon ziemlich gut vorgelegt mit nur noch einem Kegel, der gestanden hat. Deswegen ziehe ich jetzt noch. Zu viel Gewalt ist auch nicht gut, von daher ein ordentlicher Treffer. Und wenn man Glück hat, ist es Strike. Hetzt, ne? Mach mal 5 Meter und wir kriegen sie doch die Reihe. Alter, was ist los mit mir? Vielleicht hilft uns heute ja mal unser FSJler, der Robin, und zieht uns aus der Scheiße. Aber alter Schwede. Also, ein Pass über 12 Meter, genau auf den ersten Pin. Sollte man es hinkriegen. Okay, ich gebe es jetzt offiziell zu, ich habe die Challenge ziemlich unterschätzt. Ich habe echt gedacht, das ist viel, viel einfacher, aber ich kriege keinen Ball an der Mann, beziehungsweise auf die Kegel in 10 Meter Abstand. So Bros, ich treffe nur einmal und dann ist es ein Strike. Ansage ist raus. Hoffentlich rette ich uns jetzt noch den Arsch. Mal schauen, wie es klappt. Ja, Bros, das ist der letzte Kegel, der uns gefehlt hat.
Zwei gute Schüsse von unserem FSJler Robin. Danke nochmal an dieser Stelle. Du machst einen guten Job. Immer gerne. Hat aber leider heute nicht gereicht. Nein, leider nicht. Dafür darf sich jetzt Nicole über diese geilen Drehter freuen. So sieht's aus. Wir haben dir jetzt auf deinen Kommentar geantwortet. Schreib bitte zurück, damit wir wissen, wie wir dich kontaktieren können. Bros, Folge 6 heißt, es folgen nur noch zwei weitere. Falls ihr noch richtig, richtig gute Ideen habt, kreative, dann immer in die Kommentare damit. Ansonsten natürlich noch abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr bei den zukünftigen Videos benachrichtigt werdet. Bros, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.